Wir probieren heute einmal etwas Neues. Avocado-Eis. Dafür brauchen wir 4 reife Avocados. Die müssen wir entkernen, schälen und grob zerteilen. Die Avocado-Stücke geben wir jetzt für ca. 4 Stunden ins Gefrierfach. Avocado ist der perfekte Geschmacksträger. Deswegen geben wir noch eine ganze Vanilleschote hinzu. Die mahlen wir im Prozessor zusammen mit 2 Esslöffeln Zucker. Das geben wir jetzt dazu und 1 Teelöffel von unserem selbst gemahlenen Matcha-Pulver. Noch einen Esslöffel Puderzucker dazugeben und 2 cl Wasser. Jetzt das Ganze mit dem Multimesser zerkleinern. Immer hochheben und fallen lassen, nicht hineindrücken. Fertig ist unser Avocado-Eis. Passend tut das Avocado-Eis wunderbar zu einem Hot Brownie. Und wer nicht verraten will, was drinnen ist, der kann das Ganze einfach Green Vanilla-Eis nennen.